In einer Sekunde wieder da, ja. Bruder, Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wir sind jetzt schon live, Bruder. Okay. Du hast jetzt keine Option mehr rauszugehen. Okay. Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch Imam Samir aus Berlin vorstellen, der eine sehr, sehr interessante Geschichte hat. Alhamdulillah. Und es ist in dem Sinne besonders, als dass wir selber uns jetzt auch kennenlernen. Wir haben kurze Anrufe gehabt, immer nur ein paar Minuten zwischen Tür und Angel. Ich hatte Kontakt zu ihm aufgenommen, als ich reingeschaut habe in sein Interview mit Tarek Bay aus Berlin. Und da ich auch in der antirassistischen Arbeit aktiv bin und auch gegen Antiromaismus dort auch mitwirke in einigen Zusammenhängen, habe ich mir gedacht, ja, der Roma-Imam, das hört sich sehr interessant an und Kontakt zu ihm aufgenommen. Dann fiel mir ein, ah, das ist ja der, Samir Mustafskowski, richtig ausgesprochen? Mustafowski. Mustafowski, der das Buch Imam An-Nawawis weiter ausführte, kommentierte, für die heutige Zeit übersetzte. Ich habe mir das Buch leider nicht gekauft. Weil Du ich kriegst es da von mir, bereits zwei Habibi. Bücher habe, aber vielleicht kriege ich ja jetzt Du kriegst es eine von signierte mir. Ausgabe von Imam Samir, inshallah. Mein Elbi, Habibi. Nochmal? Mein Elbi, Ah, mein Elbe, ja. mein Ja, da hat er schon einiges verraten von sich. So spricht nur jemand, der in Masr lange Zeit Elbi. verbracht hat. Ich habe da zwar auch ein wenig Zeit verbracht, aber ich hatte, anders als Imam Samir, erfolgreich, Alhamdulillah, versucht, mich vom ägyptischen Dialekt fernzuhalten. Und im Nachhinein bereue ich es, weil man tatsächlich auch beides parallel zueinander lernen kann. Ja, Allahu alam. Vielleicht war es am Ende doch besser. Wer weiß. Ja, erzähl was von dir, Bruder Samir. Erstmal, Bismillahirrahmanirrahim, liebe Geschwister, mein lieber Bruder Mohammed, inshallah geht's dir gut. Möge Gott das unter dich segnen dafür, dass du mich eingeladen hast. Freut mich sehr, bei dir sein zu dürfen. Virtuell, inshallah, auch mit meinem Körper und umarmen wir uns, inshallah, dass ich die Baraka in deiner Moschee auch kennenlernen. Ich habe viel von deiner Moschee gehört. Möge Gott uns das ermöglichen, inshallah. Was soll ich dir von mir erzählen? Ja, ich bin in Berlin geboren, komme ursprünglich also aus Mazedonien, meine Eltern auch, sind Roma aus Mazedonien. Wie gesagt, bin ich hier aber aufgewachsen. Ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier mein Abitur gemacht, auch mein Studium in den Islamwissenschaften hier in Berlin abgeschlossen. Bachelor und Master und war viele Jahre in Ägypten und habe dort auch, Alhamdulillah, nicht nur den arabischen Dialekt kennengelernt, also den ägyptischen Dialekt, sondern aber ich war am Anfang genauso wie du, subhanallah. Am Anfang hatte ich irgendwie so einen Upturn für den ägyptischen Dialekt. Ich wollte nur Fasha lernen. Aber wenn du dort länger lebst, kommst du nicht drum herum, weil die Leute, die gucken dich an, als wärst du ein Außerirdischer, wenn du die ganze Zeit mit Fasha dort redest. Deswegen musste man wohl über das lernen, aber Alhamdulillah, also es bringt auch einen Nutzen. Wir haben das damals, ich habe einen Bruder aus Amerika kennengelernt, ein afroamerikanischer Bruder. Und der hat Sheikh Sharawi gesehen und im Fernsehen immer. Und der hat ihn aber nicht verstanden, weil er Amir gesprochen hat, also ägyptischen Dialekt. Und dann hat er extra, nur um den Gelehrten zu verstehen, so Amir ein bisschen mehr gelernt, subhanallah. Und ich dachte auch immer, dazu gebe ich auch, kann ich dir was erzählen. Ich hatte meinen arabischen Lehrer bei mir gehabt, zu Besuch, und habe ihn immer gefragt, warum die Leute immer um Sheikh Sharawi herum, wenn er etwas erklärt vom Koran, dann hörst du immer, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Und ich dachte, warum machen die das alle? Und dann hat er mir es auf sozusagen übersetzt, auf Fusha. Nachdem er das übersetzt hat, meinte ich, Subhanallah, Allahu Akbar. Er sagt, siehst du, deswegen. Ja, man hört viel Gutes von ihm, rahimahullah. Allah sei ihm barmherzig. Ja, was soll ich dir noch erzählen, mein Lieber? Ich bin hier in Berlin, haben wir noch keine Roma-Moschee, aber wir versuchen, wir haben schon einen Verein gegründet sozusagen, aber wir sind doch sehr, erst seit so einem Jahr, gibt es sehr viele Romas, auch viele Roma-Muslime. Ich habe mich sehr auch darüber gefreut und auch selbst gewundert darüber.
Wie gesagt, bin ich in Berlin aufgewachsen und hatte eigentlich weniger so mit Roma zu tun, sondern meistens mit Arabern und Türken. Das waren, oder bis heute noch so, mein Freundeskreis besteht größtenteils aus arabischsprachigen und türkischsprachigen Muslimen. Aber Also aus subhanallah, Deutsch-Arabern und Deutsch-Türken. Deutsch-Türken, genau. Wir wollen politisch korrekt bleiben, ja. Das ist das. Und ich habe viele, subhanallah, ich bin jetzt seit so 3, 4 Jahren ungefähr, mache ich halt Dawa in meiner Muttersprache. Und bin dadurch auch mit sehr vielen anderen Gemeinden in Kontakt gekommen, also ganz Europa. Vor allem in Deutschland, aber besonders in Nordrhein-Westfalen, das ist, mashallah, die Roma-Hochburg, wenn man so sagen kann. Und viele Geschwister dort kennengelernt, viele Imame auch. Und einer von denen hat uns hier ein bisschen vermittelt, weil er so, der macht auch Mekka, also Hajj und Umrah-Reisen. Und da waren viele auch aus Berlin. Und subhanallah, ich wusste das nicht, ich kannte die nicht. Und der hat uns so verkuppelt und dann ist so eine kleine Gemeinde jetzt hier entstanden. Und Alhamdulillah, aber wegen Corona ist halt ein bisschen alles so, ja, haben wir ein bisschen sozusagen geparkt, unser Vorhaben, bezogen auf die Moschee, jetzt auf die Gründung einer Moschee. Wir haben jetzt, Alhamdulillah, ein paar Moscheen haben uns ausgeholfen, haben uns immer sozusagen ihre Räume zur Verfügung gestellt, so dass ich dort regelmäßig halt einen Unterricht, das war mal sonntags, haben wir gemacht, immer meinen Unterricht, also meine Muttersprache machen kann. Aber aufgrund der Corona-Bestimmungen wurde es, haben wir es halt erstmal ausgesetzt auf unbestimmte Zeit. Und da seht ihr, welche Vorteile es hat, keine Räume angemietet zu haben. Ja, das stimmt, das hat einen Vorteil in diesem Sinne, ja. Unsere Moschee hat über die Jahre auch, ich glaube, 6 bis 7 Gemeinden, die keine eigene Moscheegemeinde führen, keine eigene Räumlichkeit haben, regelmäßig auch Räume zur Verfügung gestellt. Ich denke, es ist wichtig, Allah Ta'ala hat ja nicht die Volkszugehörigkeit oder die Ethnie, Kultur, Tradition abgeschafft durch den Islam, sondern lit'arafu als Anlass gemacht der Richtig. Begegnung. Von daher freue ich mich auch, wenn Menschen ihre Muttersprache bewahren und ihre Traditionen bewahren, diejenigen, die also mindestens mit dem Islam kompatibel sind. Und oftmals ist es ja auch so, dass gewisse ja, Familientraditionen ja auch islamische Werte nochmal aufrechterhalten. Die Araber waren ja auch bekannt dafür, zwar in einigen Punkten so sehr unislamisch gewesen zu sein in der Zeit der Dschahiliyya, aber in anderen wiederum auch sehr, sehr vorbildlich. Und von daher eine Frage: Warum könnt ihr euch nicht mit anderen Moscheen zusammentun? Ihr teilt die Kosten, ihr habt 2 Freitagsgebete, ihr teilt euch die Räume und habt dann quasi so eine Art Muhajirun und Ansar-Projekt. Also, wo, provokant gefragt, wo wäre jetzt der Mehrgewinn einer Roma-Moschee? Wo wäre jetzt der Mehrgewinn einer Roma-Moschee? Wie würde diese Moschee anders sein? Wäre sie anders als andere Moscheen? Es ist ein guter Ansatz. Wir hatten auch, es gibt hier in Berlin 2 bosnische Moscheen. Also, ich muss politisch korrekt sagen, eine bosnische Moschee und 2 bosniakische Moscheen. Also gibt es einen kleinen Unterschied. Die 2 bosniakischen Moscheen haben uns viel geholfen dabei, weil auch viele von unserer Roma-Gemeinde sozusagen seit Jahren dort natürlich, also dort wie nennt man das, also bei der Gemeinde aktiv sind und dort auch die Freitagsgebeten besuchen. Und das seit Jahren sozusagen, weil sie auch die kroatische Sprache verstehen, oder Bosnisch sozusagen auch. Weil also die Roma, die jetzt in unserer Gemeinde sind, sind mehrheitlich aus der Region Bosnien, Serbien und Mazedonien halt. Und Sanjak. die Sanjak, genau, da du weißt Bescheid. Oh, Mashallah, Mashallah. Alhamdulillah, wir haben uns auf jeden Fall dabei auch geholfen. Wir hatten jetzt keine Juma gehabt, aber wir hatten die Räume bekommen für den Unterricht sonntags immer. Und da hatten wir auch natürlich dann, ja, das ging, glaube ich, ein halbes Jahr. Und dann kam halt Corona, dann hat es alles wieder, die Moschee wurde dann geschlossen, dann die Aktivitäten konnten wir nicht mehr weitermachen. Und seitdem ist irgendwie alles stillgelegt. Das ist das Problem. Aber es ist auf jeden Fall
eine Idee, ein Mehrwert in dem Sinne, dass es einfach was Eigenes ist, wo du dann halt so nur mit, ich sag mal so, nur mit deiner Gemeinde Dinge bestimmen kannst, sagen wir mal so. Und in dem Sinne ist es vielleicht einfacher Ja. und halt, es ist dann bekannt, dass es eine Roma-Moschee ist, für die anderen Roma, die das dann wissen. Verstehst du so, Ja. das ist dann einfach eine Anlaufstelle, wenn man so sagen will. Für die Identität. Für den, nicht unbedingt für den Tier, das ist mir persönlich gar nicht so wichtig, aber weil halt, subhanallah, so viele Roma in Berlin auch leben und viele von denen auch Muslime sind. Es gibt so viele bosnische Muslime, also Roma aus Bosnien, aus Serbien sehr viele auch. Frau Sanjak, Und ja. aus Sanjaka. Genau. Das war zu deutlich auch. Und deshalb wäre das mehr oder weniger vielleicht so vorübergehend oder zu Beginn wäre das eine gute Lösung, so als Übergang. Und dann vielleicht so, dass es dann eine eigene Roma-Moschee, Ja. dass wir dann vielleicht was finden. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute, effektive Lösung. So, aus der Außenperspektive jetzt gesprochen, fände ich deswegen gut, weil A, man jetzt als Roma, wie gesagt, auch dann eine Bezugsgemeinde hätte und sich irgendwo auch in der muslimischen Landschaft stärker vertreten, also überhaupt repräsentativ vertreten sehen würde. Und Alhamdulillah, wir Menschen, für uns Muslime ist die Religion natürlich am wichtigsten. Aber jeder, der schon mal in der Ferne gelebt hat und gegessen hat, der wird Heimweh kennen und das Bedürfnis, die Muttersprache zu sprechen und auch über das Verbale hinaus eine gemeinsame Sprache zu sprechen, sei es durch Gesten, Mimiken, die traditionellen Gerichte miteinander zu essen. Und ich denke, das würde den Roma viel geben in Deutschland. Ich meine, ihr werdet auch die erste Moschee, Roma-gebundene Moschee. Und zum anderen für die anderen Muslime, die es ja sowieso gewohnt sind, irgendwie von türkischen Moscheen oder arabischen Moscheen zu sprechen, auch für sie wäre es ein Zeichen. Hey, es gibt Roma und sehr viele von ihnen sind Muslime. Und sie sind auch irgendwo wahrzunehmen, ja, dass man sich auch beginnt für sie zu interessieren, welcher Madhhab folgen sie traditionellerweise und welche Bedürfnisse haben sie gesamtgesellschaftlich innerhalb der muslimischen Community auch. Von daher würde ich das ganze Vorhaben schon unterstützen. Aus der Ressourcenperspektive ist es halt schade, dass man halt möglicherweise nicht die Räume, die bereits da sind, einfach nur nutzt und gleichermaßen auch verantwortet. Sowohl was die Pflichten anbelangt, als auch die Rechte. Also sprich, solange man die Hälfte beisteuert und auch, sagen wir mal, das Ehrenamtsteam mehr oder weniger zur Hälfte stellt, was halt auch die Moschee immer am Laufen hält, das wäre ja vielleicht mein persönliches Ideal. Aber klar, so gruppendynamisch, menschlich ist es oft so, dass Leute halt ihre Räume eben auch selbst verwalten und dann ist man dann irgendwie so eine Art Gast und dieses Gefühl sollte man dann auch loswerden. Die obere Hand ist immer besser als die untere Hand, wie unser Prophet gesagt hat. Sallallahu alaihi So, wasallam. so was sein. Ja, Ja, das ist auf jeden Fall Alhamdulillah. nicht schon meine Idee, aber es wird besonders auf die, bezogen auf die Sprache, es ist halt, das Alhamdulillah unter den Roma in den letzten 5, 6 Jahren mit der Welle des Social Medias, Alhamdulillah ist viel, viel entstanden, bezogen auf die Dawa in der Sprache der Roma, also auf Romane, man sagt Romane, so Romani? nennen wir, ja, Romane, genau, so nennen wir unsere Sprache. Das ist ja eigentlich Sanskrit, weißt du das? Das ist eigentlich das alte Indisch, die alte indische Sprache ist sozusagen, weil viele, unsere Sprache ist eigentlich so das alt-altindische Sanskrit. Weil wenn wir indische Filme sehen oder pakistanische, dann verstehen wir sehr viel Ah, auf Roma. subhanallah. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also meine Schwester zum Beispiel hat Urdu aufgrund der Filme gelernt, subhanallah. Also Subhanallah. sie. Ja, ich erzähle Ihnen eine Begebenheit. Die waren in der Umrah, subhanallah. Die waren in Mekka gewesen. Und dort war eine alte pakistanische Frau.
die mich angesprochen hat, weil ich natürlich aussehe wie ein, die Roma sehen halt aus wie Pakistaner und Inder. Die sagte, ich wäre ein Pakistaner. Und ich meinte, sorry, aber Englisch? Nein. Arabisch? Nein. Okay, Deutsch? Nein. Dann dachte ich mir, und meine Schwester war neben mir gerade. Und ich suche jemanden, der so pakistanisch aussieht, damit er ihr helfen kann und übersetzen kann. Und während der Zeit, wo ich gesucht habe, sehe ich meine Schwester, wie sie mit der Frau redet. Und ich dachte, hä? Verstehst du? Sagt, ja, ich verstehe dich. Wie denn das? Sagt, ja, ich verstehe es wegen dem Film und so. SubhanAllah, dachte ich mir auch so, okay. Ich wusste das gar nicht. Ich habe es dort erfahren, dass sie halt, mashallah, Urdu gelernt hat nebenbei. Maschallah, Ja? Und verstanden hat. Weil aufgrund der Sprache, die ist sehr, sehr ähnlich. Das ist für uns sozusagen dann einfacher, ja, Urdu und vielleicht Hindi auch dann zu lernen, SubhanAllah. Deswegen. Durch die Sprache, subhanAllah, es ist nochmal ein anderes Gefühl. Auch die Geschwister, die waren ja jahrelang jetzt bei den bosnischen Brüdern, bosniakischen Brüdern, und haben ja die Chutba und die Unterrichte immer auf Bosnisch sozusagen verfolgt oder Serbisch. Und wenn dann ein Imam auf der Sprache, auf Romane, dann die Unterrichte hält und die Chutba, das ist nochmal was ganz anderes. das Das ist Herz geht dann schon. auf. Das Herz geht auf, genau. Man fühlt sich, wie du Ja. gesagt hast, dann noch heimischer als sonst. Weil wir natürlich leider, Diskriminierung gibt es leider immer noch in Bosnien, besonders in den Balkanländern, unter den muslimischen Roma. Leider, ich will jetzt keine einzelne Nation nennen, wir sollen keine Fitna betreiben, aber ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass die jetzige Generation der Roma inshallah dafür sorgt, dass dieses schlechte Bild, das viele Brüder, Geschwister aus dem Balkan von den Roma-Muslimen inshallah zur Seite packen und eine neue Seite öffnen, inshallah, und auch so eine größere Brüderlichkeit entsteht. Also Inshallah. in Sanjak weiß ich, Alhamdulillah, weil du wegen Sanjak jetzt, Alhamdulillah, da sind die ehrlich gesagt ein bisschen herzlicher von dem, was ich erfahren habe. Ja? Aber Alhamdulillah, deswegen ist es nochmal was anderes, wenn man dann auf Romani, auf der englischen Sprache geht. Vielleicht, weil die Situation als Minderheit in Serbien klarkommen zu müssen, noch mal mehr Herz mitgibt für eine weitere Minderheit. Kann Quasi von sein, genau. Minderheit zu Ja. Minderheit. Minderheit Ja, aber hat ich mit denke gar Minderheit nicht, immer dass zu tun. du. Also, es ist zunächst keine Fitna, wenn man auf Diskriminierung aufmerksam macht. Und ich denke, dass es auch eine Verantwortung ist, dass man auf sie aufmerksam macht und Bewusstsein schafft. Natürlich kann man nicht vermeiden, dass manche das als Angriff verstehen oder andere als Verallgemeinerung oder dass man dann entgegengebracht bekommt, hey, du begibst dich in die Opferhaltung. Aber der Stein, der muss ins Rollen gebracht werden. Und solange man das mit der richtigen Absicht tut und auch auf eine, ja, behutsame Art und Weise, dann wird der Segen Allah Ta'alas auch immer mit einem sein. Und hin und wieder wird man vielleicht zu behutsam sein und die Botschaft kommt nicht rüber. Hin und wieder wird man vielleicht zu stark, ja, durchgebrochen sein. Und muss man dann am Ende vielleicht paar Scherben zusammenkehren oder sich für Übertreibungen entschuldigen, aber der Prozess ist, denke ich, wichtig und der Prozess, den sollte man nicht im Keim ersticken, indem man das als Fitna abtut. Und gerade Menschen, die Angst vor Fitna haben, wie du, ja, sind dann, glaube ich, am fähigsten, das Ganze, Alhamdulillah, herzlich und kompetent in die Hand zu nehmen. Und ja, ich meine, hättest du nicht diese sympathische Art, dann hätte ich auch nicht den Kontakt zu dir gesucht und beibehalten. Und Alhamdulillah, ich finde, du solltest bekannt werden. Du solltest in ganz Deutschland bekannt werden für die Gesamtgesellschaft, weil du bist eine fehlende Stimme. Ich meine, die muslimische Stimme ist sowieso eine wenig gehörte Stimme. Ja, das zum Das stimmt. einen. Zum anderen, die Stimme des Imams ist auch eine kaum gehörte Stimme. Und Alhamdulillah, du hast 5 Jahre in Ägypten, also zunächst überlebt und dann gelebt. Ja. Jeder, der in einem Land voller Privilegien aufwächst wie Deutschland und dann erstmal nach Ägypten kommt, wird erstmal am Staub sich verschlucken. Und Alhamdulillah, also du hast eine Menge an Elm mitbekommen. Das sind, glaube ich, die wichtigeren 5 Jahre deines Studiums. Auf jeden Du Fall. siehst mir die Bemerkung nach, dass das islamwissenschaftliche Studium an welcher Universität auch immer in Deutschland für mich immer nur nebenbei laufen kann. Ja?
weil die eigentliche klassische Lehre, die wird hier eben nicht angeboten. Und ohne diese klassische Lehre als Grundlage sollte man sich da auch nicht in diese ja, tiefen, dunklen, gefährlichen Gewässer wagen. Und Alhamdulillah, Mashallah, du warst 5 Jahre, wie gesagt, in einem Land, wo es sehr, sehr viel Wissen gibt, sehr, sehr viele Gelehrte gibt, Alhamdulillah. Hast Zugang zur arabischen Sprache bekommen, Zugang zum Aramäer auch bekommen. Und es konnte in ein. Darf man das jetzt sagen? Also, bevor wir live gegangen sind, hast du mir von der Ethnie deiner Frau erzählt. Ist das öffentlich oder ist Ja, das privat? das ist eigentlich privat, aber du kannst Oh, jetzt sagen. nee. Al-Ahl ist immer, ja. Okay. Also, wenn du das als privat einstufst, dann ist das privat. Deswegen habe ich mich auch herangetastet. Danke. Ja, ja. Danke. Ja, weil meine nächste Frage wäre gewesen, wie hast du das geschafft? Ja. Weil das ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich wurde. Ist sehr, wirklich erstmal. Also, Ja. was du gesagt hast, wegen des Studiums, soll ich auch nochmal darauf anknüpfen. Man hat es wirklich gemerkt. Also, ich habe ja einen Bachelor und Master in der Freien Universität in Berlin abgeschlossen. Und das sind schon zwei Welten, wie du gesagt hast. Aber das war auch für uns als Mittel zum Zweck, weil ich bin seit 5 Jahren Alhamdulillah als Islamlehrer auch tätig bei der Islamischen Föderation in den Grundschulen. Und da mussten wir halt sozusagen einen Master in Islamwissenschaft in Deutschland abgeschlossen haben, damit wir als Lehrer arbeiten. Deswegen war es mehr oder weniger so, war für mich der Mittel zum Zweck. Ja? Und wie du gesagt hast, Alhamdulillah, also in Ägypten, wir haben. War, glaube ich, die schönste Zeit meines Lebens, die ich dort verbracht habe, kann ich ehrlich gesagt sagen. Das erste Mal vor 12 Jahren war ich dort zu fahren, oder? Und ich kannte die Sprache nicht, also ich konnte nur so ein paar Sachen wie Ana ismi Samir, Ana a'ishu fi Berlin und diese Sachen und mehr auch nicht. Und deswegen war es schon gut, weil ich wurde wirklich ins kalte Wasser, also ich habe es ja selber entschieden, einfach mal so ins Ausland zu gehen und dort die Sprache zu lernen mit einem Bruder zusammen. Wir hatten es. Eine Wohnung geteilt und der konnte schon ein bisschen mehr Arabisch als ich am Anfang. Und Alhamdulillah, also wir haben, wie du gesagt hast, man muss aufpassen, sich am Staub zu verschlucken. Du hast für mehrere Tage einfach kein Wasser, kein Strom. Eine ganze Sache. Ich habe sehr viele Brüder kennengelernt, die auch wieder zurückgegangen sind. Die konnten es noch nicht mal 2 Wochen aushalten. Ja? Ja. Sehr viele Brüder aus Deutschland, die sind sofort wieder zurück und meinten, nee, ich schalte es nicht aus, weil einfach. Ganz andere Welt. Es ist Ich für kenne einen, wie du einen. gesagt hast. Ich Du kenne kennst einen, einen, ich ja. kenne mehrere. Ich kenne mehrere. Deswegen Nee, so, zwei kenne ich, zwei. Alhamdulillah. Wenn man nachdenkt, werden es dann immer mehr, ja. Ja. Das hat sich dann so ergeben, Only the strong subhanAllah. Ja, genau. Only the strong survive. survives. Das ist das. Survival Camp. Ägypten. Kairo, ja. Kairo ist noch was anderes als Skenderia. Skenderia habe ich auch viele Brüder kennengelernt, die dort gelebt haben. Skenderia ist auch noch mal was anderes, weil du hast das Meer Oh, dort. wunderschön. Hast du Das ist schon ein bei bisschen schön. Adura Ja. gegessen? Ja, siehst du, du weißt Oh, Bescheid. wunderschön. Das ist Kennst immer du anders Sheikh als Ibrahim Kairo. Kairo ist al-Somali? nochmal. Kennst du den Sheikh Ibrahim Somali aus der Rhein-Main-Region? Ibrahim Somali, leider nicht. Ihr seid euch möglicherweise sogar begegnet. Als du vor 12 Jahren angefangen hast, nach Ägypten zu gehen, hat mein 10-monatiger Aufenthalt dort angefangen. Und Sheikh Ibrahim ist ursprünglich aus Somalia. Und ihn habe ich kennengelernt, bevor ich Muslim wurde, Subhanallah. 1997. Und Alhamdulillah ist er ein Koranbewahrer. Und er hat Mashallah. angefangen, glaube ich, 2010 für 7 Jahre an der Al-Azhar zu studieren. Hat erst sein Azhar-Abitur gemacht, was ja auch sehr wertig ist. Also das Azhar-Abitur wird ja in einigen arabischen Ländern sogar als ein Jahr Studium anerkannt. Und danach hat er im weiteren Verlauf studiert dort. Und mit ihm war ich in Iskandaria. Wir haben Subhanallah. einen schönen Wochenendausflug gemacht und waren Fisch essen und ja, Krabben und Gamberi, Krebse, genau, Gamberi. ja, Alhamdulillah. Schlimmst. Mashallah. Also, Ägypten war Mashallah. Wie ist es dazu gekommen, subhanAllah? Ich wollte es nie, ich hätte es mir nicht ausgesucht. Also, ich hatte immer irgendwie, ehrlich gesagt, unter uns beiden so eine Abneigung. Weil man muss schon sagen, die ägyptischen Frauen sind lauter und in der Öffentlichkeit auch, ja. Das bekommt man so mit. Und weiß nicht, ich hatte immer so eine Abneigung eigentlich gehabt, aber
hat sich so ergeben. Ich habe dort auch viele Brüder kennengelernt, die mashallah sehr ehrenamtlich aktiv gewesen sind in einer Organisation, Al-Risala heißt, die ist ganz bekannt, auch im arabischen Land, besonders auch in Ägypten. Dort habe ich viele Brüder kennengelernt und dann dort auch sozusagen meine bessere Hälfte. Jetzt Dort ist es habe ich doch kennengelernt. öffentlich. Jetzt ist es ja doch Ja, öffentlich. Semi. Ja, Alhamdulillah. Ja, man weiß immer noch nicht, woher sie kommt. Du hast ja nur in Ägypten Ja, kennengelernt, gell? genau. Ja. Stimmt. Alhamdulillah. Aber Subhanallah, du hast schon recht. Also normalerweise ist es schwierig. Aber Alhamdulillah, Allah hat es leicht gemacht. Sagen wir so. Allah hat es für dich Alhamdulillah. leicht gemacht. Alhamdulillah. Ja, wenn Allah etwas leicht macht, dann ist das Unmögliche auf einmal Unmöglich. Standard, ja. Und Ja. umgekehrt, manchmal arbeitet man an den einfachsten Dingen und da, wo der Segen fehlt, subhanallah, man kommt einfach nicht voran, man rennt nur gegen eine Wand. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Ja, alhamdulillah. Ja. Und ich habe auch erfahren, dass in Ägypten auch sehr viele Roma, wenn wir schon beim Thema sind, sehr viele Roma leben. Also, subhanallah, auch mein Arabischlehrer hat mir das damals gesagt, aber ich hatte leider nicht die Gelegenheit gehabt, jemand dort kennenzulernen. Ich wollte es unbedingt, also dass ich dort irgendwelche Roma-Gemeinden oder so, weil mir war, für mich war interessant, ob sie noch die Sprachen sprechen. Ob sie noch ihre eigene Sprache sprechen oder nicht, weil es gibt bei Al Jazeera eine, auf Arabisch eine Doku über die Roma, so in dem arabischen Raum. Und viele von denen sprechen noch die Sprache, natürlich mit einem anderen Dialekt, aber mehr oder weniger kann man sich verständigen. Ja? Und das war für mich so interessant gewesen. Leider bis heute hatte ich noch nicht die, hatte ich die Gelegenheit noch nicht ergeben, aber mal sehen, vielleicht inshallah in Zukunft. Ich würde gerne irgendjemanden dort mal kennenlernen und so in Kontakt treten mit dem Ansprangler. Ich habe gerade überlegt, wenn man jetzt in einem, als Muslim in einem muslimischen Land lebt, in einem arabischen Land lebt, dann kann es einem sehr gut passieren, dass man die Muttersprache verloren gehen lässt, weil das Arabische ist ja für unsere Religion so wichtig. Und dann lebt man auch noch in dem Land und also die Verkehrssprache, die Amtssprache ist Arabisch und ich glaube, solchen Menschen passiert es schneller, dass sie ihre Muttersprache verlieren. Anders als wenn man jetzt in einem nicht-muslimischen Land lebt und vielleicht aus mehreren Gründen einfach so an seiner Identität mit allem, was dazugehört, festhält, inklusive Sprache und Traditionen und vielleicht auch einige Traditionen, die irgendwie ein bisschen seltsam sind oder die Blicke auf einen ziehen, aber man sagt, hey, das bin ich eben, so, was guckt ihr so, ja? Aber in einem arabisch-muslimischen Land, dann, also auf der Fächelungsebene, ich weiß, das Wort, das triggert einen, aber assimiliert man sich vielleicht eher und man hat auch vielleicht auch positive Gedanken dazu. Weil man, wie gesagt, man arabisiert sich der Religion willen, der Umstände willen, aber vielleicht hat man vielleicht auch als Roma, glaube ich, hat man ja auch nochmal einen innervölkischen Dialog. Ja, also wie viele Prozent der Roma sind Muslime? In Ägypten? Nee, im Allgemeinen. Wallahi, das ist nach Region, muss man es immer schauen. Wir haben jetzt keine Zahlen dazu, aber regional gesehen ist es so, dass die Muslime in Mazedonien zum Beispiel, in überwiegend muslimischen Ländern sozusagen, also Kosovo, ist vielleicht 95% sind Muslime, also fast der komplette, also es gibt wenig Christen in Kosovo, in Mazedonien, in Bosnien, in Bulgarien, in der Türkei, also allen denen, so als im Balkan gesehen. In den Ländern, die mehrheitlich muslimisch sind, sind auch die Roma sozusagen, haben die Religion angenommen. Was jetzt in Serbien zum Beispiel betrifft, in Rumänien, in den mehrheitlich christlichen Ländern, da findet man dann auch vor, dass die Roma mehrheitlich dann auch den christlichen Glauben sich zugehörig fühlen. Besonders jetzt in Ungarn, da gibt es sehr viele Roma. Auch sehr viel Diskriminierung. Besonders im ganzen Balkan ist es, ich glaube, am schlimmsten in Ungarn, was die Roma betrifft. In Rumänien sind die mehrheitlich auch natürlich dann christlich. In Serbien kommt es, kann man es nicht so, also gibt's, ist nicht so eine große Mehrheit. Kommt auch auf die Städte an, wo jetzt die leben. Wenn die natürlich in Sandjak leben, im Süden, dann ist es mehrheitlich muslimisch, aber im Norden mehrheitlich dann christlich. Genauso auch in Kroatien. In Montenegro gibt es auch sehr, sehr viele muslimische Roma.
in Slowenien auch Christen. Also umso nördlich man geht, ja, dann ist es so, dass die Roma dann mehrheitlich christlich sind, sozusagen. Also in Deutschland, die Sintis sind mehrheitlich, ich glaube, unter den Sintis kenne ich keinen Roma, es sei denn, er ist konvertiert, aber die sind mehrheitlich Christen. Genauso auch in Polen, ich habe Roma aus Polen kennengelernt, die sind auch alle Christen. Und auch in Finnland, Spanien, ich war auch in Schweden gewesen. Brüder, Maschallah, sehr liebe Brüder aus Schweden, habe ich kennengelernt dort. Viele Roma-Gemeinden gibt es dort auch. Und die haben mir gesagt, dass in Finnland Roma gibt seit Jahrhunderten und die sind auch staatlich anerkannt und die sind halt mehrheitlich auch natürlich dann christlich. Okay. Ja, mein Gedanke war, dass man vielleicht auch den anderen Religionsgemeinschaften innerhalb der Roma, man tritt ja auch mit ihnen in einen, ja, religiösen Dialog. Und deswegen ist es vielleicht auch vor dem Hintergrund wichtig, dass man so Kultur bewahrt, Tradition bewahrt und die Muttersprache natürlich als allererstes, um auch nicht diesen Eindruck entstehen zu lassen, wenn man diese Religion, den Islam annimmt, dann muss man sich anders kleiden und anders ernähren und die Muttersprache aufgeben und ja, Identität, also andere Identitätsteile aufgeben. Ich habe es mal bemerkt gehabt bei einem italienischen Bruder. Er weiß, dass er angesprochen ist. Ist eine Legende, Alhamdulillah. Der den Islam angenommen hat und der hat aber auch gerne so Fußballspiele organisiert in so Indoor-Hallen. Und als man nicht-muslimischer Italiener irgendwie auch mit dabei war, da hat er so, der hat ihn so ein bisschen beäugt, so. Ja, der Italiener, der Muslim geworden ist und dann hat er aber so ein Italien-Trikot an und spielt Fußball mit viel Herzblut und spricht die Muttersprache gut und mein Freund mit den Initialien F, M, T hat auch eine Vorliebe für Essen. Und wenn er dann anfängt, über verschiedene Käsesorten zu reden und Pizzateigarten Bestimmt und auch so, ne? Der redet bestimmt auch ja, so. genau. Genau so. Er hat mir mal erzählt, dass er eine bestimmte Innerei, ich will sie jetzt nicht beim Namen nennen, ich weiß, dass es auch bezüglich dieser Innerei eine Meinungsverschiedenheit gibt. Und da hat er gesagt, dass sie muah, schmeckt, ja. Und da habe ich gesagt, oh nein, nein, weil ich bin jemand, der isst gar keine Innereien. Genau, und ja, da, ich habe das so beobachtet, dass es, also Anfang der 2000er und vorher, als jemand Muslim wurde, dann hat man ihm noch in den nächsten 10 Minuten einen neuen Namen verpasst, unabhängig davon, ob er jetzt also islamkompatibel ist oder nicht. Und oder manche haben auch schnell einen Namen selbst angenommen oder sogar vorgeschlagen, danach gesucht. Und mit den Jahren sieht man, dass einige Leute dann entspannter werden, vielleicht auch wieder so zu ihrem Selbst auf eine Art zurückkehren und vielleicht sich mit ihrem Namen auch mit der neu angenommenen Religion verknüpfen können. Manche sind ja so vor sich selbst geflohen auf eine Art. Ja, die wollten nicht nur ein neues Kapitel aufschlagen, die wollten ein neues Neues Buch Ich. haben. Ja, die sagen, das lohnt sich nicht, das neue Kapitel, muss gleich ein neues Buch her. Und ja, jetzt, Alhamdulillah, viele verstehen das. Also, ich habe meine Traditionen, meine Muttersprache, meine Vorlieben, meine Gewohnheiten und die Religion, Alhamdulillah, regelt unser Leben. Und zu diesen Regeln gehört aber auch, dass einiges unangetastet bleibt, einiges einfach der freien Wahl auch überlassen ist. Aber in Roma ist es ein bisschen anders, sage ich dir ehrlich, unter uns beiden. Also, die Roma sind immer ein Volk im Volk gewesen, ja, über die Jahrhunderte hinweg, in größter natürlich erstmal in Europa, aber auch in Amerika oder außerhalb sozusagen von Europa. Weil es ein Volk im Volk war, hat man seine Tradition oft versucht zu bewahren, weil man halt auch von der Gesellschaft ausgeschlossen wurde. Und dann mehr oder weniger gezwungen war, sich eigentlich nicht so zu assimilieren. Ja, weil es wahrscheinlich, keine Ahnung, über die von den Regierungen vielleicht nicht so erwünscht war. Deswegen sind die Roma eigentlich ein Volk, so was ihre Tradition sehr bewahrt. Jetzt, was die Roma betrifft, die den Islam angenommen haben oder sich im Islam heimisch fühlen, da ist es so, dass sie sich sehr, sehr öffnen und auch viel von der
Weil es gibt viele Traditionen, die halt leider dann nicht mit dem Islam vereinbar sind. Ja, und bei den Roma, wo dann die religiösen Muslime unter den Roma dann schon viele dieser Traditionen ablegen und dann sich schon doch so in dem Sinne in Anführungsstrichen assimilieren. Aber natürlich wird die Sprache größtenteils beibehalten. Was zur Tradition auch gehört, natürlich auch die Ehe. Größtenteils werden immer noch die Ehen sozusagen unter den Roman untereinander geschlossen. Natürlich kommt es vor, dass man auch aus anderen Nationen, gerade jetzt die Roma, die in Deutschland zum Beispiel leben oder in Europa, jetzt mit Europa meine ich dann im Herzen Europa, also Deutschland, Ja. Frankreich, Italien etc., die ausgewandert sind, Zählst du sagen wir die mal Türkei so. dazu? Antworte nicht, antworte nicht. So, die gehen da vielleicht eh mit anderen. Also es gibt keine Probleme, sagen wir mal so. Ich kenne keine negative Erfahrung, wenn jetzt die Frau zum Beispiel, wenn jetzt ein Roma eine Nicht-Roma geheiratet hat oder andersrum. Die Roma sind da schon tolerant, aber trotzdem ist es so, dass man mehrheitlich gesehen immer noch unter sich sozusagen heiratet und dann auch die Tradition natürlich beibehält. Wenn man jetzt eine Frau oder einen Mann aus einer anderen Nation heiratet, dann ist es ja immer ein Mix. Und dann ist es schwierig, die Tradition oder die beizubehalten und besonders auch die Sprache, bezogen auf die Sprache, ist das Wichtigste. Und da sehe ich, sind die Roma schon, versuchen die das schon beizubehalten. Also man schämt sich jetzt nicht so, sagen wir, wenn jetzt dein Freund, der Bruder, den du erzählt hast, der wurde dann wahrscheinlich von dem Italiener nicht als richtiger Italiener angesehen. Warum? Weil er seine Religion gewechselt hat, Er war zumindest sozusagen. verwirrt, wie er ihn einzuordnen hat. Und es hat ihm geholfen, dass er den FMT so herzblutitalienisch wahrgenommen hat. Ja, das hat ihm geholfen zu verstehen, hey, ich kann Italiener bleiben und den Islam annehmen. Ja? Also diese Botschaft, mit dieser Botschaft ist er nach Hause gegangen, definitiv. Alhamdulillah, unter den Roman ist es Alhamdulillah, wenn jetzt Christen oder Muslime, wenn die aufeinandertreffen, jetzt Roma, dann wird man nicht sozusagen mit komischen Augen angeschaut. Im Gegenteil, es ist so mehr die eigene freie Wahl der Religion. Und man versucht dann mehr oder weniger trotzdem schon, also man sieht trotzdem, das Roma-Sein mehr oder weniger wird nicht ausgeblendet, ja. Ja. Sondern es ist schon, man bleibt schon Roma, auch wenn du jetzt Muslim bist und der andere ist Christ. Roma ist Roma sozusagen, untereinander sind wir trotzdem Roma. Deswegen ist es nicht so, dass man untereinander jetzt also Diskriminierung unter den Roma selbst, habe ich jetzt persönlich nicht wirklich wahrgenommen und auch von anderen jetzt, Alhamdulillah, bisher noch nicht so davon gehört. Also ich glaube, das reicht, dass wir als Roma von anderen diskriminiert Das werden, sonst reicht, sieht es leider ja. nicht noch recht aus. Ja. Woraus sich gegenseitig auch diskriminieren. Für diejenigen, die neu zugeschaltet sind, ich bin hier mit Imam Samir Mustafowski, Berliner Roma, Islamwissenschaftler, hat 5 Jahre in Ägypten auch, Alhamdulillah, studiert und veröffentlicht bald auch, inshallah, ein weiteres Buch, hat über die 42 Hadithe Imam an-Nawawis ein größeres Werk auch veröffentlicht, was ich möglicherweise auch signiert zugeschickt bekommen werde. 100%. Inshallah. Was ich aber auch bezahlen möchte, da bestehe ich auch darauf, weil wir müssen in Deutschland eine Kultur aufbauen. Tut mir leid, das nehme ich nicht an. Ja, Das ist ein Geschenk von mir. Das muss ein dann Geschenk von mir spende ich in deinem sein. Namen. Ich finde nur, dass wir in Deutschland keine Kultur aufgebaut haben, die das Wissen schätzt. Und Da bin ich deiner Meinung. in anderen Ländern ist das anders. In den Staaten, in England, für die Länder, für die ich sprechen kann, wo ich einigermaßen Erfahrung gesammelt habe oder Einblick habe. Und ja, das Buch hat natürlich einen unermesslichen Wert, aber es hat auch einen Preis und daran müssen wir uns auch gewöhnen. Ansonsten ja, schaffen wir uns ab, weil wir dem Wissen tatsächlich dann auch gar keinen Wert beimessen, wenn wir nicht bereit sind, einen Preis dafür zu zahlen. Was ich sagen wollte in Bezug auf die Roma, die den Islam annehmen oder die Muslime sind und dementsprechend auch einige Traditionen
vernachlässigen oder vielleicht auch gar ablegen. Letzteres dann aus religiösen Gründen. Das bedeutet ja dann auch immer für die anderen Roma, dass jemand aus der eigenen Community ausgeschert ist, immer noch Roma ist, aber einiges eben auch anders macht. Und das kann ja auch sehr befreiend sein. Weil wenn man einfach alles, sagen wir mal, religionskompatible beibehalten möchte, ist ja schön und gut. Aber wir wissen, dass es immer einen Anteil an Menschen gibt innerhalb einer Bezugsgruppe, die würde gerne ein bisschen anders leben und fühlt sich aber gezwungen. Und manche wenige, die sich in dieser Minderheit nochmal äußern, die sind dann auch nochmal einem Gruppendruck ausgesetzt, manchmal sogar vielleicht auch einer Drohung, dass sie in irgendeiner Form jetzt gemieden werden oder ausgeschlossen werden. Und immer wenn man jemanden sieht, wie jemand, ich sag mal, positiv, liebevoll rebelliert, dann sagt man, hey, den gibt's doch auch, diesen einen Onkel. Ja? Ich sehe das beim Thema Heirat. Wenn einer aus der Familie bereits irgendwie eine Frau oder einen Mann aus einer anderen Ethnie geheiratet hat, dann bedeutet das eine Erleichterung für die jüngeren Geschwister, ja? Weil die sagen, ah, okay, ich habe da schon, also der Onkel oder die Tante, die haben da schon den Weg freigemacht, mehr oder weniger, ja. Das hören sie dann von mir nicht, die Familie würde es von mir nicht als erstes, also als erstes hören. Und das ist schon mal eine gute Sache dann eben für die Roma an und für sich, dass es dann eben Menschen gibt aus religiösen Gründen, die einige Dinge eben anders machen und das erlaubt dann eben auch anderen ein paar Freiheiten, ja. Ein paar Freiheiten mehr. Sehr richtig, du hast einen wichtigen Punkt erwähnt, dass man das mit einem schönen Charakter, mit Liebe macht, dass das dann bei den anderen angenommen wird. Weil, Alhamdulillah, leider gibt es unter den Roman, bezogen auf die Bildung, haben wir noch sehr wenige Roma, die wirklich einen akademischen Abschluss haben oder gebildet sind. Die meisten Roma, die jetzt ausgewandert sind, waren, ja, halt, haben noch nicht mal die Schule abgeschlossen, wenn man so sagen darf, ja. Haben leider wenig Bildung genossen. Und dementsprechend gibt es auch jetzt, wenn man jetzt den Islam unter den Roma betrachtet, nur wenige, die wirklich studiert sind und den Islam auch dann anderen beibringen können, qualitativ. Das ist das auch jetzt bei uns das Problem gewesen. Alhamdulillah gehört zu der Generation, die den Allah es ermöglicht hat, den Wissensweg einzuschlagen und Alhamdulillah, dass Allah es ermöglicht hat. Deswegen, wenn ich dir zum Beispiel dann Unterrichte gebe und dann halt den Islam anders darstelle als die Imame vor mir zum Beispiel, die vielleicht nicht diesen Abschluss hatten oder nicht dieses Wissen hatten, dann kommt man nicht drum herum, dass man fragt so, ja, aber ich habe von dem und dem was anderes gehört. Wenn man jetzt bezogen auf die Verse, die Interpretation der Verse, Tafsir oder Ahadithe. Wenn man das erwähnt und dann, Alhamdulillah, sorgt es dann dafür, wenn man halt die Art, es kommt immer auf die Art und Weise drauf an, wie man es den anderen Menschen ja, heranträgt an die Menschen und dann sozusagen à peu, so Step by Step von den Dingen, die sie, was Fehlinformation einfach war oder was auch so zu Tradition gehört. Also Dinge, die zum Beispiel als eine religiöse Handlung angesehen wurden, aber die, da es keine Grundlage, keine religiöse Grundlage dafür gibt, wenn man es dann argumentiert und denen es erklärt, dann kommt es auf die Art und Weise an, Alhamdulillah. Allah hat mir ermöglicht, dass ich da viel Erfolg hatte, gerade bei meiner Alhamdulillah. Erziehung, bei meiner Familie, Alhamdulillah. Gerade auch bei meiner Familie, da habe ich natürlich angefangen mit der Dauer. Und Alhamdulillah, Allah hat Kabul gegeben, Allah hat Annahme gegeben. Und es kommt immer darauf an, wie du es gesagt hast, wie der Mensch es präsentiert oder wie er sozusagen dann den Menschen das klar macht. Also dass das zum Beispiel Lau kunta fadhan ghalidh Ghalid al-qalb, dann fadhu al-Qalb, min ich hawlik. habe. Genau, Ja. so sieht's aus. Wenn du, also Allah Ta'ala sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du grob und harten Herzens gewesen wärst, so wären die Menschen von dir davon gelaufen. So sieht's aus. Alhamdulillah. Deswegen Ja, haben wenn du wir. das Thema Bildung ansprichst, tatsächlich handelt es sich ja auch um auf der einen Seite formale, staatlich anerkannte Bildung, ja, welche über akademische Abschlüsse dann auch anerkannt wird, ja, und
Auf der anderen Seite mag viel Bildung da sein, aber sie wird nicht anerkannt. Also beispielsweise Geschichtswissen, beispielsweise Philosophie, beispielsweise Weisheiten, Pädagogik, das ist vielleicht etwas Unerschlossenes. Vielleicht hat auch da die Wissenschaft noch keinen Zugang für nötig befunden zu diesem, man sagt ja auch indigenes Wissen, indigenes Wissen. Das heißt, die intelligenten Menschen unter euch haben aus sozialpolitischen Gründen möglicherweise diesen Zugang zur Schulbildung erschwert gehabt, ja? Haben unter Bedingungen gelebt, die eben den Schulabschluss, was höhere Schulabschlüsse anbelangt, eben erschwert. Aber diese Menschen haben auch sich Wissen angeeignet. Und diesen Menschen jetzt eine Entsprechung in der Gesellschaft darüber zu ermöglichen, dass sie sich eben auch formell qualifizieren, ja, ist wohl auch ein Auftrag, den du neben deiner religiösen Tätigkeit hast, neben deiner religiösen Tätigkeit eben auch noch hast. Also du hast ja auch noch einen sozialen Auftrag, einen gesellschaftlichen Auftrag, einen zwischenmenschlichen und ja, in diesem Fall auch einen antirassistischen. Und bist auch eine Brücke, weil oft ist es ja auch so, dass innerhalb der eigenen Community, wenn sie jahrhundertelang Diskriminierungen entgegnen musste als Familientradition, dass man da vielleicht auch die eine oder andere Mauer nochmal abbaut ja, aus den Steinen eben eine Brücke macht. Ich bin in der Hinsicht sehr, sehr offen. Meine ganze Familie, meine ganzen Cousins, Cousinen, die jetzt zum Beispiel immer noch in Mazedonien leben oder gelebt haben, habe ich immer dahingehend unterstützt und gefördert und ihnen gesagt: Macht mal eure Schule, macht mal euer Abitur, versucht zu studieren. Aber viele von meinen Verwandten haben mir dann gesagt: Siehst du, wie ich aussehe? Meine Haut sieht man. Ich habe schwarze Haare. Ich sehe nicht aus wie ein Slave. Ich bin nicht hell. So, wenn ich dann Abschluss habe, dann werde ich nicht genommen. Dann wird ein anderer genommen, weil ich ein Roma bin. So, er sagt sich, er hat dieses im Hintergrund. Also er will sich gar nicht diese Mühe machen, ja, von seinem Leben diese Jahre zu opfern, um zu studieren, um höhere Bildung zu genießen, weil er dann ganz genau weiß, ich werde dann sozusagen ich bin nicht gleichberechtigt in Mazedonien, wenn wir jetzt aus Mazedonien sprechen. Ich werde mir die Mühe machen und dann wird jemand anders die bekommen. Und das ist das Problem bei uns, bei den Roma, also aus meiner persönlichen Erfahrung und auch so Familienkreisen und also aus Mazedonien spreche ich jetzt, dass die Jugendlichen gar nicht so den Sinn dahinter sehen. Das ist das Schlimmste. Und aus Wenn ein guten Gründen Jugendlicher, auch, also ja, aus ist ja nachvollziehbaren Gründen. praktisch so. Deswegen Genau, ist ja hat man nachvollziehbar. ja auf beiden Seiten was zu tun. Man muss die Genau. politischen Umstände ändern, Bewusstsein auch in der Gesamtgesellschaft schaffen und auf der anderen Seite eben ja, Erfolgsbeispiele auch ermöglichen. Und irgendwann hat man dann den Durchbruch. Und Ja, irgendwann hat man dann natürlich. auch ja, eine eigene starke Community, die, falls die Gesellschaft keine Inklusion bereitstellt und ermöglicht, dann ist es eben eine parallele Community. Ja, also du bist jetzt gerade im Multitasking beschäftigt, ja? Wie viele Kinder hast du, wenn Ja. man fragen darf? Oder ist das privat? Ein Kind? Alhamdulillah. Ja, also was dahin geht, es ist ein Prozess, der langwierig ist. Ja? Man muss erstmal dieses Bewusstsein schaffen bei den Jugendlichen, dass Bildung trotzdem dir was bringt. Ja, auch wenn jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt nicht in Mazedonien unbedingt dann mit dem Beruf was machen kann, aber er kann dann vielleicht, wenn er auswandert, irgendwas damit machen. Das ist, wenn man dahingehend was erreichen kann, dann ist es schon mal ein Beginn. Weil die meisten Jugendlichen haben halt als Ziel die Auswanderung. Viele von den Jugendlichen warten nur drauf, immer im Sommer, egal ob es jetzt die männlichen oder weiblichen Jugendlichen sind, dass sie einen Heiratspartner finden, der zum Beispiel einen deutschen Pass hat, einen französischen oder italienischen, sodass sie dann, wenn sie heiraten, dann dort leben, nicht mehr
in ihrem Land, ja, weil halt andere Perspektiven für sie bereitstehen in Deutschland, in Europa. Und Alhamdulillah. das ist ein Problem, gerade auch die Imame, subhanallah. Ich kenne viele Imame, die zum Beispiel in Skopje studiert haben, aber bei einer albanischen Madrasse. Und die mussten Albanisch lernen. Also die haben noch nicht mal Mazedonisch gesprochen. Wenn man den Professoren darauf angesprochen hat, könntet ihr nicht Mazedonisch sprechen, weil wir sind Roma. Wir verstehen kein Albanisch. Also die Kosovo-Albaner. Viele sind ja geflohen nach 98, zum Kosovo-Krieg mit Serbien. Und jetzt mittlerweile ist, also, Alhamdulillah, das Gute ist, dass Muslime Mazedonien bevölkert haben und einen großen Anteil an Muslimen jetzt ausmachen. Aber das Problem ist, selbst wenn Roma die Religion studieren wollen, in Medres, es gibt keine Roma-Medresse. Also, und Mazedonier sind Slawen und orthodoxe Christen. Sie werden ja auch keine extra eine Madrasa einrichten auf Mazedonisch für die Muslime, sondern diese Ebene machen dann die Kosovo-Albaner und das nur auf der eigenen Sprache. Das ist auch nochmal so eine Art Diskriminierung, Was weil würdest du davon halten, von der Vision, dass du nach deiner Promotion eure Sprache nennt sich schon mal Romai? Romane, Romani. Romane. Romani. Genau. Ja? Majareha. Ja? Ja, Ja. Mashallah, schön. Dass du quasi eine Romani. Die romanesprachige Abteilung einer Universität leistest. Das heißt, dass du dann, so wie es deutschsprachige Abteilungen gibt von Universitäten, englischsprachige Abteilungen, arabischsprachige Abteilungen, dass du dann derjenige bist, der das schafft. Ja, also sei die Veränderung in der Welt, die du dir wünschst. Und das bedeutet, dass du noch eine Nia zusätzlich hast, die dich dann in deinem weiteren Bildungsweg begleitet. Und die Internationale Universität in Sanjak, in Novi Bazar, die hat ja auch mehrsprachige Fakultäten. Das heißt, ich glaube, du kannst dort Islamwissenschaften Serbisch, Bosnisch, ja, durchführen, auf Arabisch auch, auf Englisch auch, auf Deutsch auch. Und dann würdest du dann derjenige sein, der das Ganze eben auch auf Romanée anbietet. Alhamdulillah, ich habe jetzt dahingehend, ich habe auch ein Werk jetzt, die 40 Hadith auch auf Romani übersetzt, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ich habe jetzt auch viel vor, auch in Zukunft, inshallah, viel in dem Bereich aktiv zu sein, dass ich auch viel islamisches Wissen in unserer eigenen Sprache sozusagen anbieten kann. Und das ist etwas Neues, das gibt es noch nicht so. Und Alhamdulillah habe ich auch da, war ich der antriebende Stein. Alhamdulillah gibt es viele Imame, die das gesehen haben, Alhamdulillah. Auch dann als Motivation, Ermutigung aufgefasst haben. Und Alhamdulillah, so peu à peu gibt es mehr islamische Literatur auf unserer Sprache, subhanAllah. Das gab es noch nicht so. Ja, Alhamdulillah. Du bist der Schneeball, der es zum Rollen gebracht hat. Ja, Rab, inshallah, Alhamdulillah. Jetzt inshallah. haben wir eine Lawine. Alhamdulillah. Sabiqun, inshallah. Aber Sallallahu eine positive Lawine. alaihi wa sallam. Inshallah, Eine sauerstoffgebende Lawine. inshallah, ja Rab, inshallah. Amin. Deswegen ist es auf jeden Fall deine Empfehlung oder dein Tipp, ist schon mal etwas, was ich anvisieren kann in Zukunft, inshallah. Wenn sowas möglich wäre, warum nicht? Das wäre sogar sehr schön, sehr Ja. gut. Ja, aus Kollektivpflichten können auch Einzelpflichten werden, Individualpflichten. Fardai, ne? Hast du Ja. recht. Khair, inshallah. Möge Allah es leicht machen, dass wir. Und möge Allah Amin. uns Bruder, da ich sehe Hinder und doch, wir Yakin sehen doch, dass verschaffen. Allah das dir leicht gemacht hat, Alhamdulillah. Inshallah, ja Rabbi, Allah hat es möge dir Allah leicht es gemacht. leicht machen. Möge Allah Subhanallah. es uns allen leicht machen, inshallah. Du. Also ich glaube, die Grenze zur Karama ist bereits überschritten. Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. verifiziert. Allah verifiziert. Allah verifiziert. Möge Allah es Ja, segnen, mein Lieber. du bist in Frankfurt jederzeit eingeladen Gerne, und gerne. Frankfurt hat eine Menge zu bieten, Alhamdulillah. Auch wenn Berlin, mashallah, eine wundervolle Stadt ist, mit wundervollen Menschen auch und wundervollen Verantwortungsträgern und Verantwortungsträgerinnen.
Ich bin ehrlich, ich denke jetzt langsam an den Iftar und Ja, das ist schon, wie weit sind wir schon? Subhanallah, ja. Langsam ist die Zeit ja, wir haben, glaube ich, nicht genug von dir eingetreten. bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn wir so etwas nochmal wiederholen können. Genau. Und für diejenigen, die noch, wie gesagt, erst später eingeschaltet haben, das ist unsere erste Stunde miteinander. Vor, ich weiß nicht, wie viel, 3, 4 Mal haben wir miteinander telefoniert, immer so zwischen Tür und Angel, 5, 6, 7, 8 Minuten. Ja. Und schön, dich jetzt auch so wirklich kennengelernt zu haben, unsere erste Sitzung miteinander, wo wir uns auch also face to face in dem Sinne auch sehen. Ich muss auch eingestehen, also, dir geht es wahrscheinlich nicht anders als Verantwortungsträger. Ich habe nur wenige Minuten vom Interview mit dir und Tariq Bae gesehen, aber das Ja. hat einfach Klick gemacht und gesagt, hey, den Mann, den will ich kennenlernen und sprechen und ich finde, dieser Mann, der sollte bekannt werden und sollte supported werden. Und ja, Alhamdulillah, wir als Muslime, wir wissen, was es bedeutet, eine Minderheit zu sein. Und dieses Bewusstsein hilft uns auch dabei, unsere eigenen Rassismen aufzuarbeiten und uns zu sensibilisieren. Ich habe das Z-Wort auch mehrfach thematisiert auf der Mimbar und quasi aus meinem Sprachgebrauch gestrichen und werbe dafür. Und Danke, wenn wir danke, irgendetwas für super, die ja. Roma-Community tun können, dann denke ich, bist du der ideale, ja, Werbeträger dafür. Sympathisch, kompetent, zugänglich, Alhamdulillah. Ja, zögere nicht, inshallah, deine Projekte, die unseren Geschwistern, den Roma zugutekommen, auch innerhalb der Menschlichkeit, ja, der Menschheit. Es ist ja auch eine innerromaische Angelegenheit, dafür Verständigung zu sorgen. Denn sicherlich gibt es auf der anderen Seite auch nochmal eine spezielle Diskriminierung in Bezug auf muslimische Roma, ja, aufgrund der weltpolitischen Lage und der Desinformationskampagne, muss man ja auch sagen. Ist ja eine bewusste Wir sind Kampagne auch von doppelt einigen Leuten. diskriminiert. Wir sind doppelt diskriminiert. Einmal, weil wir Ja, Roma ja. sind und Muslime sind. Fahne. Ja. Also so ist es leider. Quasi Ja. dreifach, gesamtgesellschaftlich, auch innerhalb von Muslimen und dann auch mal innerhalb der Roma, ja. Richtig, Und deswegen richtig. zögere nicht, Bruder Samir, Imam Mustafowski, Mashallah, dass du die Umma auch in die Pflicht nimmst, inshallah. Wir können uns dabei beistehen, Allahumma inshallah. Amin. Ja, wenn Okay. du, ich habe gehört, du hast ein bisschen was mit Tajweed zu tun, dann möchte ich dich nicht gehen, ohne dass wir von dir einige Ayat gehört haben, die uns dann inshallah im Iftar noch als Ohrwurm begleiten. Was möchtest du hören? Hast du einen bestimmten Wunsch? Was vom Herzen kommt gerade von dir? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار. أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Jazakallah khairan. Mashallah. وإياك إن شاء Wir الله wollen mehr, Bruder. Und wir kriegen mehr, inshallah. الله Allahumma يبارك فيك amin. Jazakallah khairan. Allah Ta'ala möge dein وإياك Fasten إن شاء الله annehmen und deine Familie weiterhin segnen und
deine Nachkommen segnen, all deine Projekte Amen. segnen, Allahumma Amin. Amen. Und Amen. ja, wir spüren, das geht weiter. Inshallah, in 3 Jahren wirst du förmlich dann auch mit deiner Promotion angesprochen, da wo nötig, Amen. wichtig und richtig. Und wir wissen aber, dass du immer unser Bruder Samir wirst bleiben, der unseren sozialen Anliegen, persönlichen Anliegen auch immer entsprechen wird, für uns da sein wird. Und ja, viel, viel Erfolg weiterhin, inshallah. Wafaqak Allah. Sei Amen, weiterhin ein amen. strahlender Stern am Firmament der Ummah. Und inshallah auch bald. Ja, ich hoffe, dass ich dir auch nicht zu sehr auf die Nerven gegangen bin oder Nein, nicht so Habibi. provokant hier oder dort. Hab versucht, mich Nein. nur ranzutasten. Wir kennen uns ja, wir kennen uns nicht, subhanallah. Ich Ja, finde, Sami. also weltlich gesehen kennen wir uns nicht. Aber vielleicht sind unsere Seelen sich bei Allah Ta'ala, bei seinem Thron begegnet, als wir geschlafen haben. Die Erläuterung dessen, Allahumma inshallah, können wir dann bei der nächsten Folge geben. Gerne, mein Lieber. Ich danke dir Ja? auch nochmal, Barakallahu fik, und Jazakallahu khairan dafür, für die Möglichkeit, dass wir uns kennenlernen. Und ich wünsche mir, inshallah, dass wir uns auch persönlich, nicht nur virtuell, inshallah auch persönlich Das kennenlernen, signierte Buch inshallah. bekomme ich ja noch. Auf jeden Fall, Habibi. Inshallah. Ich habe es nicht vergessen. Jazakallah khairan. Subhanakum wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa atubu ilaik. Fiamanallah, mein guter Bruder, ja? Salam Assalamu alaikum. alaikum, Assalamu alaikum. Taufik. Alex,